Ich bin Ines Thomsen und ich bin hauptberuflich Kamerafrau mit Schwerpunkt Dokumentarfilm. Ich mache auch Regie bei eigenen langen Dokumentarfilmen, aber hauptsächlich bin ich tatsächlich Kamerafrau und gerne. Mir geht es ums Geschichten erzählen und ich finde es toll, also im Dokumentarfilmbereich zu arbeiten, weil man da an Menschen rankommt, die man normalerweise nicht kennenlernen würde, jedenfalls nicht so intensiv. Mein Workshop, der jetzt für über 5 Tage geht, ist ein vertiefendes Seminar zur Bildgestaltung im Dokumentarfilm. Ich zeige halt auch eigene Filme und erkläre anhand dessen auch, was meine Erfahrungen sind. Aber es geht auch in diesem Workshop total viel darum, selber zu machen und selber auszuprobieren. Mir macht es vor allem am meisten Spaß, wenn ich aufhöre, nur zu erzählen, sondern wenn ich dann wirklich die Studenten losschicke, ihre eigenen Übungen zu machen und dann, wo man dabei ist in diesem Prozess von diesem Filme entwickeln und Filme entstehen lassen. Und mir macht es auch total Freude, die Ideen von den Studenten zu hören und zu sehen, wie sie Projekte umsetzen. Das macht auch Spaß. Ich glaube, es geht einfach darum, in diesen 5 Tagen ein bisschen mehr den Blick zu schärfen. Ich glaube, man braucht lange also dafür und jedes Mal ist es ein Schritt weiter, aber es geht einfach darum, irgendwie genauer zu gucken und dann auch genauer zu wissen, wie man was filmen will und wie man eine Geschichte erzählen will vor allem. Ich glaube, wenn man wirklich Filme machen will, muss man total an sich glauben, weil der Weg hart ist und man darf den Glauben nicht verlieren. Und ich glaube, man muss sehr mutig sein, man darf nicht zu schüchtern sein. Und ich glaube, man muss machen und nicht verzagen.